Hi. Hi. Nee. Was läuft da hier? Nee. Herzlich willkommen in meiner Bastelstube. Was? Ich sehe gar nichts. Hi. Ich sehe dich aber das. Ja, so sehe ich, aber so ist gut. Ich sehe gar nichts. Nee. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule YouTube-Kanal. In ganz anderer Atmosphäre als sonst. Ich mache mich gerade auf den Weg zur Werkstatt von Thomas Klotz. Es gibt nämlich heute wieder eine neue DIY-Challenge zusammen mit Thomas und Luise. Sowas haben wir vor einer Weile schon mal mit alten Stickbildern gemacht und Thomas hat ein neues Material, mit dem er uns challengen wird, etwas Neues abzuzeigen. Ich bin sehr gespannt, was er da für uns hat, was wir daraus machen werden. Und in dem Prozess nehme ich euch heute mit bei diesem Video. Auf dem YouTube-Kanal von Luise verlinke ich euch hier, findet ihr ihr Video, wie sie das Ganze dann gestalten wird. Und bei Thomas wird es ein Instagram-Reel geben zu seinen Projekten. So, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich bin nämlich spät dran. Jump Cut zur Werkstatt in 3, 2, 1. Piu. Da sind wir. Jawohl. Wieder bei dir, Thomas. Schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich habe euch ja gesagt, es wird heute kreativ. Und ich würde sagen, ich stelle euch noch mal ganz kurz vor für alle, die euch noch nicht kennen. Ladies first. Hi, ich bin die Luise vom Do-It-Yourself-Blog und auch noch kleinen YouTube-Kanal Lise Du DIY. Ich zeige eigentlich ganz viele Dinge rund um das Thema Sticken, Handstickerei. Also ich weiß nicht, ob man klassisch sagt, aber mit Stickrahmen, Sticktwist, Nadel. Und ich gehe ein bisschen davon weg, einfach nur Wandkunst zu machen, sondern besticke Taschen, Kleidungsstücke, gerade auch so zum Thema Upcycling. Was kann ich aus einem alten T-Shirt machen? Genau. Schauen Sie mir auf das T-Shirt. So eine der zweiten großen Leidenschaften, die ich mache, ist das Nähen, Kleidung selber nähen. Jetzt das zweite Mal dabei und wir gucken heute mal, was du wieder Lustiges für uns mitgebracht hast. Ja. Und dann schaue ich mal, was ich mit dem Material machen kann. Und wer bist du? Ich bin Thomas Klotz. Ich beschäftige mich mit dem, was andere wegwerfen im weitesten Sinne. Also ich mache aus Sperrmüll, aus Schrott, aus Abfällen wieder neue Einrichtungsgegenstände und Möbel. Und das hier ist meine kleine Kreativwerkstatt / Laden in Berlin in der Suarezstraße, wo ganz viele Antikhändler sind und ich bin als bunter Vogel mittendrin. Wir wollen jetzt wissen, welches lustige Material du für uns hast. Letztes Mal waren es ja die Stickbilder, wo wir Sachen gemacht haben. Ich verlinke euch das Video auf jeden Fall. Jetzt muss ich da. Und jetzt gucken wir mal, was wir heute kriegen. Ich habe ein bisschen Angst, wie ihr das jetzt findet, was ich für euch habe. Aber es ist etwas, was ganz oft weggeworfen wird. Weil wenn es kaputt ist, kann man es für den eigentlichen Zweck nicht mehr wirklich verwenden. Aber ich finde, es ist ein spannendes Material. Ich zeig's euch einfach mal. Okay. Okay. Tada! Oh. Hey. Fahrradschläuche? Richtig! Fahrradschläuche. So viele, wo hast du die her? Aus einem Fahrradladen, also Fahrradwerkstatt. Ja, mhm. Die kaufen natürlich dann neue und schmeißen die dann dementsprechend weg. Krass. Ja. Da habe ich noch keine Erfahrungswerte mit. Und pass auf, wie du hier atmest, weil da drinnen ist, merkst du, da ist dieses... Ja, Kokain, ne? Ja, das sieht man hier schon. Was ist da drin? Das ist Talkum. Warum? Damit da, die Feuchtigkeit ist, also die Feuchtigkeit... Ah, damit das zusammenbringt. Da man beim Aufpuff. Ja. Ja. Aber das heißt, ihr seid jetzt nicht so ganz, dass ihr sagt, auf Wiedersehen. Ich bin gespannt, ich nehme die Challenge auf jeden Fall an. Ja, ich habe auch nichts anderes erwartet. Dann nehmt euch ein paar Stücke mit hier. So, Aufnahme läuft. Ich bin zu Hause mit dem Material. Mega spannend. Ich habe mir schon eben so ein bisschen Kopf gemacht unterwegs, was ich daraus machen kann. Je breiter, je besser natürlich. Also ich werde das ja nachher aufschneiden wahrscheinlich. Und dann habe ich doppelt so breit. Das ist natürlich auch nicht super breit. Wie viele Zentimeter sind das? 5 Zentimeter. 5,5. Das ist natürlich knapp. Also da müsste man wahrscheinlich patchworken. Ich hoffe, das lässt sich gut nähen. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, da durchzukommen, sondern eher der Transport nachher an der Nähmaschine. Wir werden mal gucken. Ich habe auch noch meine Ledernähmaschine, weil ich glaube nicht, dass ich da unbedingt meine Stickmaschine ranlassen werde. Aber gut. Oh, man könnte daraus so einen Huhn machen. Ich glaube, ich werde den erstmal raus auf den Balkon tragen und waschen und dort aufschneiden. Gehen wir auf den Balkon. Piu. Das jetzt
hier aus. Das ist doch relativ breit. Also das ist jetzt der breiteste, den ich habe. Ich habe das jetzt so aufgeschnitten, dass der seitlich aufgeschnitten wird, weil der ja so eine leichte Rundung natürlich drin hat. Und seht ihr, wie dreckig das Wasser ist? So, das sind jetzt die getrockneten Schläuche von innen. Die sind immer noch voll weiß, obwohl ich die gründlich gewaschen habe. Ich wollte aber mal gucken, ob ich die irgendwie einfärben kann. Also ansprühen, bemalen und so. Da werde ich jetzt mal ein paar Sachen testen. Also das hier ist ja schon echt ganz nice. Stifte funktionieren sehr gut. Vielleicht sprühe ich auch noch mal eine Ecke an, zu gucken, ob das vielleicht noch mal ein bisschen gleichmäßiger wird. Weil man sieht hier ja schon doch sehr immer, dass es gemalt ist. Siebdruck fände ich ja eigentlich auch noch eine richtig gute Variante. Aber ich glaube, dadurch, dass das Material so uneben ist, irgendwie glaube ich, das wird nichts. Es reizt mich, aber ich habe auch keine Lust, das jetzt extra alles auszuprobieren, damit es dann doch nichts wird. Schauen Sie die schönen Sticker an der Wand hier vom Kind. So, das ist jetzt getrocknet. Das ist hier das mit dem Farbspray. Und das sieht auf den ersten Blick richtig nice aus. Aber wenn man das Ganze knickt, dann sieht man, dass hier die Farbe tatsächlich absplittern würde nach einer Zeit. Das ist echt schade, weil das sieht echt richtig gut aus. Das sind die trockenen Stifte. Das ist richtig nice. Ist das? Nee, das ist auch nicht richtig gut. Hier, das wird sich auch abreiben. Unsicher, unsicher. Aber ich werde jetzt trotzdem nochmal Siebdruck probieren. Einfach because. Ja, nee. Schwierig. Also es hat was. Es ist eine ganz eigene Art hat. Mal gucken, wie das wird, wenn es trocknet, aber so richtig. So, nächster Morgen. Ich gucke mir hier gerade die Siebdrucksachen an und tatsächlich klebt das. Das wird leider auch nicht. Ich glaube, das ist leider ein Fail, würde ich sagen. Alles nicht so richtig. So, weil das ja jetzt mit den Farben nicht so gut geklappt hat, werde ich jetzt mal, oder habe ich hier gerade den Cricut Maker rausgeholt und werde mal versuchen, das Ganze zu gravieren, zu prägen und zu schneiden. Ich glaube, schneiden werde ich nicht unbedingt brauchen, aber ich probiere es einfach trotzdem mal. Mal gucken. Einstellung Leder. Das sehe ich wieder. Also dieses Material ist unbezwingbar. Hier oben, der versucht das zu schneiden. Das ist geprägt. Hier unten ist es geprägt, das sieht man aber kaum. Und hier oben ist die Gravur. Also, ich habe das jetzt einmal sauber gemacht. Und je nach Perspektive sieht man das schon so ein bisschen, ne? Aber ist die Frage, ob das ausreicht, damit es cool aussieht nachher. Sieht das dann aus wie gewollt und nicht gekonnt? Ich bin mir unsicher. So, ich habe jetzt zum Test mal ein Stück Vinylfolie draufgehauen, um zu gucken, ob das klappt. Also auch über diese komischen Gumminuppen. Was soll ich sagen? Das ist jetzt permanent Vinylfolie. Und auch die kriege ich easy wieder ab. Ey, dieses Material ist unbezwingbar. Wie kriege ich das denn bunt? Ach, ich will das irgendwie bunt kriegen. Und das ärgert mich jetzt, dass das nicht hinhaut. Ich meine, der einfachste Weg wäre wahrscheinlich, das einfach per Hand zu besticken. Aber da die liebe Luise ja Stick-Queen ist, wird sie es sicherlich machen. Und wahrscheinlich wird es bei ihr auch eine Ecke besser aussehen, als es bei mir aussehen würde. Ach, das ärgert mich jetzt. Irgendwas muss es doch geben. Irgendwas muss ich doch da haben. So, Tag 30.000. Eigentlich wollten wir heute drehen, wie wir es fertig haben. Zum Glück drehen wir erst am Montag. Das heißt, ich habe immer noch kein fertiges Projekt. Ich ärgere mich immer noch, dass ich keine Variante gefunden habe. Dies ist keine Übung. Bitte verlassen Sie jetzt das Gebäude. Ich ärgere mich immer noch, dass ich keine Variante gefunden habe, das Ganze zu individualisieren. Das heißt, es irgendwie bunt zu machen oder zu bedrucken oder irgendwas. Das heißt, ich werde das Ganze schwarz lassen müssen. So, jetzt habe ich folgende Varianten. Ich kann das Ganze mit anderen bunten Stoffen kombinieren. Ich kann es komplett schwarz lassen und zum Beispiel mit goldenen Accessoires arbeiten oder so, dass es edel aussieht. Oder ich könnte eine Struktur erschaffen, indem ich zum Beispiel einritze, also Fransen mache oder zum Beispiel webe. Und ich bin immer noch nicht sicher, was für ein Projekt ich mache. Also, ich habe mir überlegt, ich könnte einen Korb machen, der so gewebt ist. Das würde ganz cool aussehen. Ich habe ja so Filzvarianten gefunden auf Pinterest. Ich könnte eine hübsche kleine Handtasche machen, die halt dann schwarz ist und quasi schick wird. Aber wie schick wird sie mit einem... Ich bin so unsicher. Hier, so könnte man so einen schicken Korb machen. Ich habe auch nochmal hier die Variante gefunden. Das finde ich auch ganz cool. Das ist jetzt aus Filz. Ansonsten finde ich
diese Tasche unfassbar cool. Die gibt es in ganz vielen Varianten und sowas in der Art als, also ein Schnittmuster von Makerist, sowas in der Art als Handyhülle oder wo man hinten durchgucken kann. Hier ist so eine Struktur mit so Fransen. So Leute, ich glaube, ich hab's. Also ich werde eine Handytasche machen. Dann muss ich erstmal jetzt eine Siebdruckvorlage machen. Aber ich muss eh noch was anderes siebdrucken, das passt ganz gut. So, ich bin beim Zuschnitt, Leute. Ich habe mir einen Plan gemacht. Also der Siebdruck, das ist ja mal so ultra nice geworden. So, hier ist das Innenfutter. Das habe ich schon einmal zugeschnitten in der entsprechenden Länge. Die Breite vom Reifen. Und natürlich ist der jetzt genau 2 Zentimeter zu schmal. Nähe ich das aus ganz vielen Stücken so lang immer zusammen? Oder mache ich quasi hier einen Cut? Hi. Das ist die ungeschminkte Wahrheit nach einem Pooltag. Ja, wir hatten heute einen schönen Sommertag und ich arbeite jetzt abends noch. Morgen ist Sonntag, morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs und Montag drehen wir die Nummer. Das heißt, ich im besten Fall werde ich heute, spätestens morgen früh fertig. Nähen wir mal eine Runde und gucken mal, wie sich dieses Gummi überhaupt nähen lässt. Das ist ja auch noch so ein Ding auf der potenziellen Liste von Dingen, die richtig schief gehen können. Oh, bis gleich. Jetzt ist die Frage, welche Nadel? Ledernadel? Wahrscheinlich nicht. Sagt man ja immer, soll man nicht, weil das Material perforiert und so. Also würde ich denken, wir versuchen es mal mit einer Universalnadel und wenn das nicht gut geht, vielleicht eine Mikrotex-Nadel. 90-14. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Tada. Mittlere Naht sind wir jetzt gerade. Das ist eigentlich ganz cool geworden. Da ich habe einfach die Fadenspannung auf plus 2 gesetzt. Hier hatte ich mit der Fadenspannung ein bisschen experimentiert. Da ist die hier hinten auf jeden Fall zu hoch. Tada! So, ich war jetzt so damit beschäftigt, zu überlegen, wie ich dieses Foliending mache, dass ich auf der anderen Seite die Klappe ganz vergessen habe. Beziehungsweise muss ja auch hier mit rein. Ich muss auf die Seite mit rein. Dann machen wir die gleich nochmal auf und ich bereite erstmal die Klappe vor. Oh, es ist zu spät, Leute. Niemals zu spät, nee. Aber ich habe keine Zeit. Hier, was ich vergessen habe. Ja, jetzt fällt es mir nämlich auf. Ha, die bescheuerten Aufhängungen. Okay, die müssen also mit an die Seite. Die müssen hier also auch noch mit dran. So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe gestern Abend noch ewig drüber nachgedacht, wie ich das zusammennähe und worauf ich achten muss und so weiter. Und ich muss mir irgendwas überlegen mit der Aufhängung. Das geht alles gerade nicht so, wie ich gestern Abend war, aber echt nicht gut. Ich habe zwischendurch noch ein Stück von der Fließeinlage an meiner Bügelunterlage gebügelt. Also nicht an den Stoff, sondern auf die Bügelunterlage. So ein Klassiker. So, die Tasche ist fertig genäht und was soll ich sagen, ich bin nicht wirklich happy. Die schlabbert total blöd rum, hier unten fällt ja alles durch. Das ist doch suboptimal. Also man kann jetzt hier zum Beispiel irgendwie was Größeres reinpacken, das ist dann okay. Oder halt eben das Handy, das fällt dann da nicht durch. Was auch richtig toll ist, ist, dass hier ich das nicht ganz mit eingenäht habe. Und ja, also ich bin nicht happy. Genau, ich habe jetzt noch den Druckknopf rein und ich glaube, es sieht an sich schon ganz cool aus. So, ist okay, man kann erkennen, was die Idee war, aber die Umsetzung ist mir so meh. So, und irgendwie hat mich das jetzt doch noch gejuckt und ich probiere jetzt noch mal so ein Körbchen zu flechten. Hier brauche ich dann noch 1, 2. Da brauche ich noch. So, ich habe das jetzt alles so ein bisschen mit Heißkleber fixiert. So, habe nochmal eine Runde frische Reifen zugeschnitten. So, das Körbchen ist jetzt fertig und es ist noch ein bisschen labberig. Oben nochmal rundherum festnähen und mit einem Schrägband. Der erste überlegt lila. Genau. Also, long story short, Fahrradschlauch und ich werden keine Freunde mehr. Dieser wunderschöne Korb ist eine Labbertortur.
Der Heißkleber hält das Material nicht zusammen. Ich habe das jetzt oben nochmal genäht. Also ihr seht, das geht hier überall wieder auf. Ne, man sieht es nicht, aber es tut es. Dann habe ich das wunderbar zusammengenäht. Ist das nicht schön? Die Idee ist okay, aber ich meine, da stellt sich doch auch keiner hin. Dann, ja, wir bleiben bei der Tasche. Und dann ist es einfach ein Fail. Call it a day. Ich hätte schlafen sollen in der Zeit jetzt lieber. So sieht das aus, wenn es bei mir schief geht. Auch ich bin manchmal sehr frustriert. Trotzdem freue ich mich sehr auf den Dreh morgen und bin mega gespannt. Hallo! Hi! Hallo! Na, ich bin schon so gespannt, jetzt auch, was ihr gemacht habt. Wie ist es euch denn so ergangen? Naja, also, es, also leicht ist anders. Ja. Wie war es? Wie war es bei dir? Nee. Nee. Gut. Es war ein Experiment und man muss ja auch mal zeigen, meine Community wertschätzt es, wenn ich auch mal zeige, wie ich faile. Okay. Das machen wir hiermit. Also es ist ein Fail. Es, ja, also man erkennt die Idee ganz gut so. Was bei dir? Es war okay, muss ich sagen. Ich hatte eine Idee, die mir mein Mann eigentlich ein bisschen vorgegeben hat. Der ist Fahrradfahrer. Ich habe ihn gefragt, was sinnvoll ist fürs Fahrradfahren, fürs Rennradfahren. Und da hat er einen Wunsch geäußert. Nee, ganz so einfach war es dann doch nicht. Aber ich war positiv überrascht, wie gut es dann doch geklappt hat. Also es war nicht ganz so schlimm wie bei euch, offenbar. Ich bin gespannt, was ihr gemacht habt. Vielleicht liegt meine Messlatte auch einfach nur sehr niedrig. Ich habe einen Tennisarm nach meiner Arbeit. Also ich würde sagen, ich war schon erfolgreich, hoffe ich. Aber ich sag euch, also das war eine Herausforderung. Aber, und schaut mal, ja. Und auch Dreck. Ich will es jetzt sehen. Ja, ich auch, zeig mal. Ne, mach du mal zuerst. Nee, du, dann. Wir machen schnell Knackknopf. Oder wir, pass auf, wir schneiden. Hier, wir haben diesen Strohhalme ziehen. Ja, einfach ziehen. Oh, 1, 2, 3. Oh nein! Ich wollte den anderen, ich wollte den. Du hast aber leider den kürzesten gezogen. Ihr könnt dreimal raten, was es ist. Es ist was Taschiges. Es ist was Taschiges. Das fand ich so schön, diese Formulierung. Und ich wollte es eigentlich bunt machen, weil schwarz ist nicht so ganz meine Farbe. Und ich wollte so ein kleines Handytäschchen drauf nehmen. Ja, so ja. Aber das mit dem Bunt hat einfach nicht geklappt, Alter. Du kannst es nicht besprayen. Du kannst es nicht mit Edding bemalen. Du kannst es nicht besiebdrucken. Es ist einfach... Das hast du alles probiert. Das habe ich alles probiert. Ich habe Gaffer draufgeklebt. Ich habe Vinylfolie draufgeklebt. Aber dann ich habe versucht, es zu prägen. Oder zu gravieren oder zu schneiden mit dem Plotter. Nix, Alter. So, pass auf. Und deswegen, ich wollte bunt. Ja? Und deswegen habe ich jetzt das gemacht. So, oh, das cool. Ist doch voll süß. Die Idee ist gut. So. Moment, da, jetzt war, warte mal kurz. Ich möchte einmal gucken jetzt. Ja. Du sagst jetzt nichts. Warte. You rock, girl. Das ist doch mega gut ich geworden. Ich verstehe auch, was ihr Problem jetzt ist. Es ist bunt, es ist schön. Und das Coole ist, man kann hinten das Handy reinmachen. Ja, geil. Und du kannst es sogar bedienen dadurch. Geil. Das ist natürlich cool. Was nicht so cool ist, das ist irgendwie ziemlich schlabberig. Also eigentlich war noch so gedacht, du kannst dann hier noch mehr Zeug reinpacken und so. Und mega. Machen. Ja, aber es ist hier halt irgendwie offen. Also das ist, es rutscht halt alles raus. Du musst es halt innen nochmal verpacken. So. Ihr denkt so taschig, das mache ich ja gar nicht. Und es ist halt einfach nicht gut genäht. So, guck mal, hier ist so ein bisschen, da kannst du nochmal zum Notausgang. Und es ist halt kein Kondenswasser, weil verschwitzen die doch genau, so, dass sie nicht beschlägt. Und dann dachte ich mir, ja komm, ich mache jetzt noch was, was richtig gut wird. Einfach was ganz Simples. Ach ja, es gibt ja noch mehr. Wähle ich ein kleines Körbchen. Ja. Ja, das, dieses labrige, schöne Ding rausgeworden. Eine Badekappe. Das ist eine wunderschöne, genau, wenn es mal regnet, ist gar kein Problem. Ich hatte hier sehe ich noch die Versuche des Eis gelesen. Genau. Okay, ich finde es mega, also das finde ich richtig cool. Du bist dran. Achso, ich bin dran. Ich habe auch zwei Sachen gemacht. Ich würde sagen, ich hole erstmal die kleineren Sachen und dann das größere, okay? Ja. Tada! Drei Vasen gemacht. Die sind ja. Die sind, ich habe auch überlegt, ob man die irgendwie mit einbezieht. Die Ventile, ne? Ich finde ja diese Frisur hier total gut. Ja, nähen ist ja nicht so meins, aber alles andere schon. Du hast dann da Glas drin, ne? Unterschiedlich. Also hier ist eine, so eine PET-Flasche drin, die ich abgeschnitten habe. Und das ist eine alte, ich glaube, Whisky-Flasche. Und hier ein Einmachglas. Und dann halt gewickelt. Voll. Aber man kann natürlich auch Wasser reinmachen. Und, ja. Und das hast du mit Sekundenkleber dann angeklebt. Genau. Du bist halt ordentlich am Wickeln, ne? Ja, ich habe ziemlich viel gewickelt, ja. Und dann habe ich noch was anderes und das war wirklich ein bisschen anstrengend. Ja, das ist mein Stuhl, den ich damit gepolstert habe. Aber hast du die Feder da drunter gelassen? Ja. Da drunter ist ein Brett, da war vorher wie ein Geflecht drauf. Der stand eines Tages von meiner Werkstatt, der Stuhl.
Das Geflecht war durch, schwarz lackiert. Und dann habe ich gedacht, irgendwann mache ich mir was damit und dachte, okay, wunderbar, jetzt habe ich was, was ich damit neu polstern kann. Mhm. Ist ein Brett runter, Schaumstoff, Polstervlies, schwarzer Baumwollstoff. Aber ich finde die Kombi mit dem Pink mega gut. Ja, das ist gut. Ja, aber es ist auf jeden Fall, kann ich euch sagen, nicht leicht, weil je weiter man zum Rand kommt, desto straffer ist das Zeug da durchzubekommen. Ja. Und meine Daumen haben irgendwann aufgegeben, aber ja. Aber ich stelle mir gerade vor, wie dieser Stuhl aussehen würde, wenn ich ihn gemacht hätte. Ich weiß es. So. Vielleicht können wir ein Kissen draus machen. Ja, oh, stimmt. Oh, wie süß. Guck mal. Genau. Tu den mal weg. Das habe ich ja schon gesagt, mein Mann fährt Rennrad und hinten in dem Trikot sind so Taschen drin. Mhm. Ja. Also wo man so Banane und Gedöns rein. Und dann hat er gesagt, er hätte gerne irgendwas, wo er sein Handy reinmachen kann. Und was er ringsrum aber komplett aufmachen kann. Und dann habe ich eben auch eine Sache, weil ich mal testen wollte, wie sich das Material verhält. Das ist das Kleinste, das ist das. Was ist das? Ein Brillenetui. Wie genau, meint das auch? Das ist ja durchziehen. Das ist doch super. Schau mal, wie schön sie das genäht hat. Was willst du nächstes damit sagen? Gar nichts, ich kenne mich ja nicht aus. Hast du das hier sogar abgesteppt? Abgesteppt? Meine Nahtzugaben auseinander und genau, das war eigentlich, fand ich, das Problem war eigentlich am meisten, dass die Nahtzugaben so auseinandergegangen sind. Also habe ich die immer so übereinander gelegt. Das habe ich mir gerade genau bei dir nämlich angeguckt, wie du es gemacht hast. Da sieht man es dann hier, die sind einfach ein Stück übereinander gelegt und dann einfach drüber genäht. Okay. Ja, und hier siehst du auch, also manchmal hat der so blockiert, dann sind hier die Stiche kleiner geworden und dann musst du es da hinten auch auf der Rückseite ein bisschen ziehen. Das ist so, aber. Ja, das muss man aber auch dazu schreiben. Da merkt man auch, also ihr beschäftigt euch den ganzen Tag mit Nähen. Und ihr seht dann, dass hier 53 Stiche anders sind als der eine. Und ich sag halt geil, ja. Also. Genau, und das ist ja auch drin. Wow. Also es ist relativ, sieht unspektakulär aus, aber es war das, was sich mein Mann gewünscht hat. So, dann kann man da. Wow. Ist cool, ja. Und also ich muss schon sagen, es fühlt sich auch mega stabil an. Also da, ich meine, das Material. Ne? Genau, das war eigentlich das Ätzendste an dem ganzen Ding war, weil dieses Deko-Will nicht aufgebügelt wird und dann wird es aufgenäht, sondern du musst es im Nachhinein da unten reinfädeln und in die Ecken und dass die Nahtzugabe auf jeden Fall auch drunter ist. Also das ist das, was am längsten gedauert hat. Also Deko will nicht immer, ja? Ja. Genau, Deko ich will hier nicht auch immer. Na, es ist schon... Ja, doch. Doch, und das passt auch noch rein. Ich sag ja, guck mal, das ist... Also weißt du, und dann hängen wir das... Unwissend ein Gemeinschaftsprojekt. Ich aber jetzt sieht man auch, dass es hier so ein bisschen rausklappert und so, das hätte halt ein bisschen weniger Stoff sein können. Hätte Fahrradkette, ja, oder? Ja, hätte aber ich glaube... Also ich habe es versucht an einer Stelle. Das, sieht man ja, das ist halt immer das Unbild bei dem Material, ne? Ja, hier habe ich es versucht und dann hat es der Unterfahren war dann nachher totales Chaotentum und ich dachte, klasse. Ich hatte es, als ich das genäht habe, dass ich die Dinger vergessen habe. Wahnsinn, ne? Ich kenne das, ja. Jetzt müssen wir mal festhalten. Das ist ja wirklich Material, was weggeschmissen wird. Ja. Ja? Es werden auch Fahrradschläuche inzwischen immer mehr recycelt und werden wieder neue Schläuche draus gemacht, was cool ist. Aber es werden immer noch tonnenweise diese Materialien weggeworfen. Ja. Und das zeigt dann halt eben auch, dass man doch immer noch mal wieder was draus machen kann. Ja. Eine Tasche, ich finde es halt super. Ist halt so ein typisches Nähen für Männer halt auch, ne? Ja. Das ist halt ganz cool. Das find, und er war auch total, weil ich auch sagte so, du kannst ja innen, das habe ich jetzt ja zum Beispiel nicht gemacht, wie du kannst dich ja innen austoben, du hättest hier noch Fächer reinmachen können und so. Er wollte es aber ja ganz einfach haben. Dachte ich, hättest du hier noch so ein Gummi eingesetzt oder so. Ja. Aber das Außen, das war eigentlich okay. Es ist halt so ein bisschen wie Patchworken, weil das Material halt recht dünn ist. Ja. Und um eine große Fläche zu kriegen, musst du erstmal Fläche erzeugen. Und das ist dann auch noch, weil es ist ja so leicht gebogen, es ist ja nicht ganz gerade. Also das war halt auch mega schön. Aber es ist sau cool, es ist ein Unikat und ich finde auch witzig, dass du die Filetstücke, also sowas nicht versteckt hast, sondern dass man das sieht so, ne? Und du hast ja da auch so ein bisschen was. Genau. Ich find's mega. Auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Das heißt, irgendwann wieder, ja? Wenn vielleicht. Ich bin Quatsch gespannt ankomme. Auf den nächsten Schrott. Schrott habe ich immer am Start. Also da müsst ihr euch vielleicht sollten wir uns mal was ausdenken. Oh nein, bitte nichts. Nicht. Dekovil. ich sag mal so, ich würde mich auf ein nächstes Mal freuen, aber schauen wir mal, was passiert. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass wir das weitermachen. Das war jetzt die zweite Folge. Oder mit was für einem Material, was ihr spannend findet. Ja, das wäre auch super. High five. Hat hingehauen. DIY! Yay! So, tschüss! Ciao! Tschüss! Ciao.